Was ist eigentlich am 22. Januar 1963 passiert? Das weiß ich nicht. Oh weia, was für eine Frage. Also am 22. Januar 63. Na, das weiß ich doch. Das war doch der Vertrag, die Nummer mit... Charles de Gaulle und Adenauer? Das weiß ich nicht. Nein, auf Anhieb nicht. Helfen Sie mir bitte. 1963? Na klar weiß ich, was da passiert ist. Da bin ich geboren worden. Ich weiß nur, Élysée-Vertrag und... Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß überhaupt nicht, was da drin steht. Na, dass die Sache beendet ist. Also sie wollten endlich, sie hatten doch schon zwei Kriege geführt, da war die Stimmung nicht mehr so doll. Also hast du nur die gezählt, die ihr gewonnen habt? Na klar, die wir gewonnen haben. Und ab jetzt wollte man sich verstehen, kooperieren, sich regelmäßig treffen. Es ging wohl um Zusammenarbeit bei verschiedenen Fragen, Abrüstungsfragen, kulturelle Fragen. Alle 3 Monate oder so wollte man sich zusammensetzen, glaube ich. Also so richtig Bescheid weiß eigentlich keiner mehr. Und dabei hatte doch alles so feierlich begonnen. Heute, vor 40 Jahren. Und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Willst du, Charles, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Nach dem Ja-Wort der Hochzeitskuss. Es war eine Ehe mit Brief und Siegel, die Adenauer und de Gaulle 1963 eingingen. Eine Zweckehe. Kriege und Vorurteile hatten die Nachbarn im Laufe der Zeit entzweit. Konrad und Charles legten den Grundstein für ein friedlicheres Zusammenleben. Ihre Erben folgten mehr oder weniger treu dem Beispiel. Hinter der Fassade sah es nicht immer so harmonisch aus, wie die Pärchen glauben machen. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins. Du bist schön von hinten. Mit ein paar Metern Entfernung. Schön bist du im Nebel, wenn du gehen musst. Schön von hinten heißt der Hit, der auch so manchen Moment der deutsch-französischen Beziehungen beschreiben könnte. Stereo Total heißt das Berliner Duo. Sie ist Französin, er Deutscher. Sie sind auch im richtigen Leben ein Paar. Ich glaube, dass die Deutschen die Franzosen mögen. Also die Taxifahrer sagen immer, ah, sie sind Französin, die erkennen das natürlich sofort an meinem Akzent. Und dann erzählen sie, also ich war in Paris, es ist super, oder ich war in den Ferien in Südfrankreich und es gab tolles Essen und die Leute waren unheimlich nett. Die Deutschen mögen die Franzosen einfach. Sie glauben, die Frauen sind sehr nett, sehr erotisch. Ja, und was glauben die Deutschen noch? Die Deutschen glauben über die Franzosen. Ich glaube, die Deutschen haben sowieso erstmal so ein absolutes Minderwertigkeitsgefühl. Die glauben sowieso, in der ganzen Welt werden sie disrespektiert. Und dann ist so Frankreich, glaube ich, so eine Art Projektion. Die denken halt, naja, das ist so kultivierter, besseres Essen, also so besseres Wetter, schöneres Land und sexuell freizügigere Menschen, weniger verklemmt, lustiger und so. Ja. Wir sind zwar Nachbarländer, aber dennoch sind wir sehr verschieden. Und genau das macht wohl auch den Reiz in der Partnerschaft, in der Freundschaft aus, dass der Deutsche dem Klischee nach sehr solide und verlässlich ist und der Franzose ist dann mehr der Schmetterling, der dick aufträgt und schöne Geschichten erzählt und gefallen möchte. Und das Reizvolle ist genau diese Differenz. Wovon die Männer aller Landstriche kaum zu träumen wagten, ging für Deutschlands einzigen Playboy in Erfüllung. Gunter Sachs hat Brigitte Bardot heim ins Reich geführt. In Las Vegas nahmen sich die beiden Königskinder noch nicht einmal die Zeit, sich für die Trauung umzuziehen. Frankreichs Sexbombe erhielt innerhalb von Minuten einen deutschen Sachsantrieb. Die Anziehungskraft des französischen Charmes war schon immer enorm.
Kurt Jürgens, Romy Schneider, Marlene Dietrich, um noch einige Beispiele zu nennen. Und schließlich ist da noch die Geschichte von Brezel Göring und Françoise Cactus. Einmal hat mich meine Tante gefragt, ist das nicht komisch, mit einem Deutschen verheiratet zu sein? Das hat sie mich glatt gefragt. Ich dachte, komisch, was will sie damit sagen? Tja, offensichtlich steckte sie immer noch irgendwie im Weltkrieg und sagte sich, wie kann sie so etwas tun? Das muss doch schrecklich sein. Der Krieg, oder besser die Kriege, bestimmten die Erinnerung an den jeweils anderen. Verdun. Die Landung der Alliierten in der Normandie. Zu frisch waren die Wunden im deutsch-französischen Verhältnis der 50er Jahre. Das Bild vom hässlichen Deutschen war in den Köpfen vieler Franzosen. Klaus Wagenbach, einer der bedeutendsten deutschen Verleger, war einer der ersten, die über den Rhein guckten. Die erste Begegnung mit Frankreich war Reims und Verdun. Man ist damals mit dem Fahrrad gefahren, nicht? Und mit einer Lederhose. Sah sehr komisch aus. Also ich kam in die Jugendherberge von Reims, haben sie sofort alle gesagt, oh, ein Lederhosen-Sauvage. Da kommt er, der Deutsche. Ich sah, natürlich sah ich sehr deutsch aus. Zweiter Eindruck, der Franzose liebt Denkmäler. Möglichst große, möglichst scheußliche, möglichst eindrucksvolle, möglichst nationale. Also es gab gewaltige Denkmäler, Kriegerdenkmäler. Als Deutscher ist man natürlich eine ganze Menge furchtbarer Kriegerdenkmäler auch gewohnt. Aber das war für mich ein anderer Blick, weil ich ja damals ganz jung war. Ich war heilsfroh, dass ich sozusagen dem nationalen Pathos entronnen war, dem Deutschen. Diese nationale Rhetorik, auch im positiven Sinne, die war für uns irgendwie vergiftet. Und in Frankreich lebte die aber ohne weiteres weiter. Bis heute. Von de Gaulle über Mitterrand bis Chirac, alle sagen, vive la France. Das kommt einem komisch vor. De Gaulle konnte es besonders gut. Der machte so eine Pause. Vive la France! Also, de Gaulle war natürlich ein großer Eindruck. Es ist so wie bei einer Liebesgeschichte. Also, in den 50er Jahren stürzten alle deutschen Liebhaber auf die Marianne, die Arme. Und die Marianne sagte, da kommen die Deutschen, was wollen die? Die haben uns gerade besetzt. Die sollen verschwinden. Und in den 60er Jahren hat das geändert. Also in den 50er Jahren wurde man auch in Paris aus dem Hotel geschmissen, wenn man Deutscher war, auch wenn man ein sehr junger Deutscher war. So, also in den 60er Jahren hat die Marianne mal so geguckt, ne? Was ist denn mit dem? Und de Gaulle kam nach Deutschland und hat, das ist mir unvergesslich, er hat versucht, Deutsch zu reden vor jungen Leuten. Und er hat gesagt, ich sehe das Feuer in ihren Augen. Dann hat er immer auf das Blatt geguckt und gesagt, es leuchtet von nationalem Bewusstsein. Es war eine schreckliche Rede. Und die jungen Leute haben gelacht, haben gesagt, was redet der da? Man braucht ja nur die Flamme in ihren Augen zu beobachten, um überzeugt zu sein, dass diese Begeisterung sie zu den Meistern des Lebens und der Zukunft auserkoren hat. Es war ein großartiger Versuch von de Gaulle, einen Friedenspunkt zu setzen nach dieser furchtbaren Geschichte zwischen unseren beiden Völkern. Aber er war aus einer anderen Welt. Ja, weil das ist ein Problem, die Deutschen haben ein bisschen komplexer wegen dieser Nazi-Zeit.
Auch wenn sie im Ausland reisen, die sind immer ein bisschen... Die haben immer Angst, dass man ihnen zuruft, so Heil Hitler und so. Mhm. Sogar Jugendliche, die nichts damit zu tun haben. Und das ist zum Beispiel deswegen, ist Deutschland nicht so nationalistisch wie ganz viele Länder. Überall in Europa, die werden immer nationalistischer, aber hier nicht. Deswegen. Weil die haben ihre Lektion gelernt, immerhin. Ich finde das gut. Das finde ich eigentlich gerade ganz angenehm, ja. Das ist so, ja, sonst alle immer so mit dem Fußball. Wenn die gewinnen, da drehen sie komplett durch. Das ist nicht zum Aushalten und so. Hier, das ist nicht zum Theater. Wenn Deutschland gewinnt, na ja, gut. Gehen ein paar Typen mit ihrem kleinen Knaller auf die Straße und das wär's. Die drehen nicht 3 Tage lang durch, die sind nicht so. Hm? Andere Länder, andere Sitten. Ich glaube, der Minderwertigkeitskomplex ist uns anerzogen worden. Ich habe auch Jahre gebraucht, bis ich den abgeschüttelt habe. Wir haben einmal mehr durch unsere Vergangenheit diese Art, wir empfinden Scham dafür, dass wir deutsch sind. Wir dürfen uns auch nicht erlauben zu sagen, ich bin stolz oder ich habe Heimatgefühl. Was die Franzosen andauernd tun. Sie sind stolz, Franzosen zu sein, sie sprechen von ihrem Land. Und bei uns ist das sehr schlecht angesehen, deutsch zu sein oder Heimatgefühle zu haben. Die Franzosen, die sind aufgrund der Tatsache, dass sie kein Identitätsproblem haben, dass sie eine natürliche Beziehung zur Nation haben, sind sie freier, lockerer, würde ich sagen, in ihrem Sein. Das spielt eine große Rolle. Franzose sein ist nicht belastend, Deutscher sein ist immer belastend aufgrund der historischen Ereignisse. Man sagt nicht so locker frei weg, ich bin Deutscher. Man denkt sofort an alles, was passiert ist vorher und das belastet. Ich hatte natürlich mit dem Klischee zu kämpfen, der deutsche Jawohl-Kamerad von Anfang an hat mir immer diese Sachen aus so alten Kriegsfilmen, Achtung, Achtung, wie sagt man, aufs Butterbrot geschmiert. Und am Anfang wusste ich gar nicht, was die Leute damit meinten, bis ich dann begriffen habe, dass das aus so alten Kriegsfilmen so Dialoge waren. Und dadurch habe ich dann mit der Zeit beschlossen, ich bin nicht mehr aus Deutschland. Wenn mich jemand fragte, wo kommen Sie her, weil meistens konnten sie meinen Akzent nicht in irgendeine Ecke räumen, habe ich gesagt, ich komme aus Transsilvanien. Und damit hatte ich Ruhe. Als wir die Bäckerei eröffnet haben, haben wir versucht, es ein bisschen zu sagen, haben wir gesagt, der Bäcker, der kommt aus dem Elsass. Wir haben nicht gesagt, dass es ein deutscher Bäcker ist. Ich habe auch Freunde im Schauspielermilieu, die werden immer wieder missbraucht als Nazi-Offiziere. Die kriegen also immer wieder diese Rollen und das ist natürlich auch für diese Leute sehr ermüdend. Ne? Faut pas mettre coller des images à... Und das darf man nicht machen, einen Jungen von 20 Jahren einfach abstempeln. Einen Deutschen von 20 oder 25 Jahren, der kommt doch aus einem Land, mit dem wir vor 50 oder 60 Jahren Krieg geführt haben. Das ist doch längst vorbei, eine neue Generation. Man muss nach vorne gucken, aufbauen. Man hat doch gesehen, wie tragisch und schrecklich das war. Ich denke nicht, dass beide Völker das gewollt haben. Es war leider ein Einziger, der all das geplant hat und ein ganzes Land gegen Europa geführt hat. Heute müssen wir versuchen, nach vorne zu blicken und zusammen etwas aufzubauen. Was Friedlicheres. Das bedeutet, ein neuer Anfang. Wo ginge das besser als in der neuen Hauptstadt Berlin? Endlich hat auch Deutschland wieder seinen Nabel. Eine Stadt, die ihr Anderssein nicht hinter dem Glanz der Neubauten versteckt. Ordnung muss sein. Langeweile garantiert. So will es das ewige Vorurteil über die Deutschen. Das Gegenteil will Berlin. Energie und Offenheit. Berlin ist eigentlich die einzige deutsche Stadt, von der junge Franzosen schwärmen. Erik Müller, ein Konditor aus dem Elsass, hat hier in Kreuzberg sein Zuhause gefunden, in seiner Zuckerstube.
Ich lebe hier seit 12 Jahren und ich fühle mich wohl hier. Kreuzberg ist Multikulti. Es ist mein Viertel, meine neue Heimat. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Ich habe den Eindruck, dass ich hier auch ein bisschen das Dorf wiederfinde. Also, es ist eine Mischung zwischen Stadt und Land. Und deshalb fühle ich mich hier so wohl. Auch was das Fahrradfahren betrifft. Als ich sah, dass man hier mit dem Fahrrad herumfahren kann und trotzdem respektiert wird, selbst von den Autofahrern, das finde ich wirklich gut. Es gibt Fahrradwege und ich fahre gern mit dem Rad. Berlin ist grün und hip. Irgendwo zwischen Dorf und Großstadt, zwischen Provinz und Avantgarde. Ich bin in den 80er Jahren nach Berlin gekommen. Es gab noch die Mauer und es war wie eine Insel, überall junge Künstler. Es war sehr lebendig. Der Unterschied ist, dass man hier viel gemeinsam macht, tolle Projekte. Paris dagegen ist eine Stadt, da macht jeder sein Ding. Die Pariser sind Individualisten. Da lebt jedes Pärchen in seiner kleinen Welt, macht seine kleinen Sachen und das ist alles. Nicht gerade viel los. Naja, und Paris ist schon ganz schön teuer. Was müssen die Leute nicht alles machen, um ihre Mieten zu bezahlen? Schuften, schuften, schuften. Hier hingegen zahlt man viel weniger. Vor allem damals war es wirklich lächerlich. 100 Mark Miete oder so. Da hatte man schon genug Zeit, um sich seiner Kunst zu widmen. Preisgünstig, laut und alternativ. Berlin war schon immer etwas anders als der Rest der Republik. Eine vergessene Insel im Kalten Krieg, auf der sich ohne Wehrpflicht und Polizeistunde gut leben ließ. Immer noch Insel oder schon Metropole? Was mich an Berlin angezogen hat, das war dieses Freiheitsgefühl. Das waren die Leute. Berlin mit seiner ganzen Kultur, das ist halt einfach was anderes. Das Nachtleben beispielsweise. Früher haben wir nachts gelebt. Schräg klingt sie, die Nacht in Berlin, wo mittlerweile rund 12.000 Franzosen leben. Paris, die Diva an der Seine, zelebriert ihre Schönheit. Als Stadt der Lichter, der Liebe, der Verführung. Paris hat, was Berlin sich erst erkämpfen muss. Den Mythos. Sie hat hier gefunden, was ihr zu Hause in Deutschland gefehlt hat. Glanz und Glitter. Auch wenn Berlin sich inzwischen gemausert hat, viel attraktiver geworden ist, wie Daniela Thele, die Modemacherin, meint. Heutzutage hat Berlin einen sehr großen Reiz, auch bei den jungen Leuten. Die deutsche Musikszene zum Beispiel ist hier recht stark vertreten. Es gibt hier auch einige Orte, im 13. gibt es das Batuffa, das ist so ein großes Leuchtturmschiff. Da finden viele Konzerte statt von deutschen Elektrobands, DJs, die kommen aus Deutschland oder auch aus Köln. Und die Jugendlichen interessieren sich, Jugendliche bis 30 oder auch etwas älter, interessieren sich sehr, sehr stark für die deutsche Kultur, auch Kunst, Malerei, Tanz, Pina Bausch wird hier sehr hoch gehandelt, die
ihre Auftritte sind immer ausverkauft. Es ist also unmöglich, da eine Karte zu finden. Es ist wirklich bei den jungen Generationen sehr, sehr, wird mit großem Interesse aufgenommen. Ich glaube, bei den älteren Generationen ist doch noch immer diese Hürde da mit der Vergangenheit und man möchte dann auch gar nichts von dem anderen wissen, dass man dann leichter die Rollläden runter macht. Aber die Jugendlichen durchaus, das ist eine große Neugierde da. Die Love Parade, ein Event, das viele junge Franzosen anmacht, so sehr, dass Paris es kopiert hat. Aber wenn die Raver aus aller Herren Länder abgezogen sind, wie offenherzig sind sie dann noch, die deutschen Gastgeber? Ich mag die Deutschen und ihre Neugier. Aber wo ihnen echt was fehlt, das ist die Seele. Der Franzose spricht über sich, stellt Fragen. Der Deutsche stellt auch viele Fragen, aber er gibt nicht genug von sich selbst. Er öffnet sich nicht genug. Ja, selbst hier, wenn Sie Brot kaufen gehen beim Bäcker, dann sagt der Bäcker auch, ach, heute Morgen sind wir aber unausgeschlafen. Oder er macht Ihnen ein Kompliment, wenn Sie schön aussehen, heute haben Sie aber ein schönes Kleid an. Und ich finde das sehr wichtig, weil ich da auch drauf achte bei anderen Menschen und das auch sage, wenn heute ein Mädchen schön aussieht, das ist doch ganz normal und da sehe ich auch nichts Schlechtes dran. In Deutschland, was darf es denn sein, haben wir nicht oder... Es beschränkt sich halt auf den Akt, auf das Wesentliche, das Brot kaufen. Ortswechsel. La Meulière, eine Bäckerei im tiefsten Burgund. Verkaufen heißt für Karin immer auch ein bisschen verführen. Sie hat einen Deutschen geheiratet, einen deutschen Biobäcker. Es ist nicht leicht, einen Deutschen als Ehemann zu haben, weil es doch einen großen Unterschied in der Mentalität gibt. Gut, die Erziehung, die kommt vom Elternhaus, aber er ist viel strenger, steifer, als ich es je war. Mit der Zeit wachsen wir mehr und mehr zusammen. Ich finde die Menschen in Frankreich natürlicher als in Deutschland. Im Verhalten. Unverkrampfter, freier. Und ich wollte das lernen, weil ich bin eher jemand, der nicht so ganz so natürlich ist. Ob das typisch deutsch ist, weiß ich nicht. Aber es gibt schon relativ viele Tabus. Man zeigt seine Gefühle nicht zu sehr. Man sagt jemandem nicht so oft, dass man ihn liebt. Seine Gefühle zeigen. Träumt ganz Paris wirklich von der Liebe? Emotionen in Stoffe zu hüllen, das ist Danielas Welt. In Deutschland verstecke man seine Gefühle zu oft. Ganz im Gegensatz zu Frankreich. Hier wird immer geflirtet. Sie flirten mit dem Kanalarbeiter, der aus dem Gulli rausguckt, der sagt, schönes Fräulein. Und das finde ich hier auch schön. Wenn ich manchmal deutsche Freundinnen zu Besuch habe, dann sagen die, mein Gott, man wird hier alle 5 Meter belästigt. Das ist ja fürchterlich. Und ich finde fürchterlich in Deutschland, dass sie fahren Straßenbahn und gehen durch die Straßen und kein Schwein guckt sie an. Selbst wenn sie halt einen jungen Mann in der Diskothek kennenlernen möchten, in der Regel beginnt die Verführung in Deutschland mit einer politischen Diskussion. Man kann also nicht sagen, Mensch, du, ich habe dich tanzen sehen, das hat mir so gut gefallen, oder du hast so schöne Haare, oder das kann man nicht in Deutschland sagen. Das ist also eine Art Nationalsport, die Verführung. Und die Frauen geben sich sehr große Mühe, attraktiv zu sein. Und ich denke, die Deutsche möchte auch gefallen, aber sie hat größere Schwierigkeiten, diese Gefallsucht auszuleben, weil das wieder sehr negativ behaftet ist in Deutschland. Eitelkeit, das ist was Schlechtes. In Barbès, dem buntesten Viertel, hat Daniela eine Boutique eröffnet. Zu ihren Kunden gehören Darsteller aus dem Varieté-Milieu, ebenso wie Travestiekünstler der Bühnen am Pigalle. Der Mann als Frau, die Frau als Pfau, eben Paris.
Dieses Klischee, die Baskenmütze und das Baguette und so weiter, das ist das altmodische Bild von Frankreich. Aber heute, das neue Bild von uns ist ganz anders. Mädels, die durch Paris laufen und dieses Lied im Kopf haben. Ja, genau so ist es. Von Kopf bis Fuß, Frau schmückt sich bei Christian Louboutin, dem Meister der erotischen Fußbekleidung. Mitten im Zentrum von Paris hat der Designer seine Boutique, einen Tempel der schönen Schuhe. Ein Tempel unter vielen für die Pariserinnen. Die Pariserin, die physisch spürbare Pariserin, die dackelnde Pariserin wird immer seltener. Die freche, selbstbewusste Pariserin, die immer noch ihre Zigaretten raucht, laut lacht, 12 verschiedene Meinungen hat, die sie eisern vertritt, um dann auch mit dem Gegenteil einverstanden zu sein, ja, die gibt es immer noch. Comédie parisienne, sein oder schein, das war hier nie die Frage. Der erste Eindruck entscheidet. Was ich von deutscher Mode gesehen habe, ist relativ schwer im Vergleich zu französischer Mode. Die deutsche Frau zieht gerne praktische, neutrale Kleidung an. Sie ist gern elegant, schick und es hat vielleicht auch ein bisschen maskulinen Stil. Und die Französin liebt sehr die Fioriture, wie man hier sagt. Kleine Volants, Blumendrucke, schöne leuchtende Farben, Rot, Rosé. Das wird eine Deutsche weniger anziehen. Die Frau steht in Frankreich beinahe schon auf einer Art Sockel. Sie wird gefeiert, verehrt für das, was sie ist, als Geliebte, als Mutter, als Schlampe. Das ist hier so, das finde ich auch richtig so. Die Leute, Frauen, egal wie alt sie sind, ob es junge Mädchen sind oder alte Damen, legen immer sehr großen Wert darauf, gepflegt zu sein, elegant, ein bisschen Make-up zu tragen. In Deutschland sieht man meistens halt die Damen jenseits der Menopause in Blümchen, Kitteln, ich übertreibe jetzt, beigen Windjacken und dann sagt man, ist doch egal, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und das finde ich eigentlich schade, weil der Wunsch zu gefallen ist nach wie vor da. Und der bleibt, glaube ich, bis zum letzten Atemzug. Die wichtigen Dinge haben die Deutschen von der Französin, haben die deutschen Frauen inzwischen gelernt. Sie ziehen sich besser an. Die deutschen Frauen der 50er Jahre waren abschreckend. Sie wählen unter Parfums und nehmen nicht immer nur Chanel 5. In den Dessous gibt es einen Konflikt zwischen La Perla und französischen Fabrikaten. Da ist sozusagen, da gibt es einen italienisch-französischen Streit. In Deutschland hält man Unterwäsche offenbar immer noch für was Gesundes. Das ist ein altes Problem, sozusagen. Das ist unser Problem mit dem Hedonismus, was wir haben. Wir halten ja Sport schon für was Hedonistisches. Was Gesundes ist seine Mission. Karl-Heinz Stute, Schuhmacher aus Berlin-Schöneberg für Einlagen- und Gesundheitsschuhe. Einen verkauft er besonders gern, den Birkenstock. Marktführer und Aushängeschild zugleich. Natürlich made in Germany, funktional und nüchtern. Ein Schuh wie eine Nation, sagt man im Ausland. Und die Sahara? Das sind die Sahara. Ah. Mango? Nein, diese.
Der ist einfach bequem, der Schuh. Der Birkenstock ist ein Birkenstock, genau wie ein Mercedes ist. Der Birkenstock ist genau das Gegenteil eines erotischen Schuhs. Unerotischer geht's nicht. Nackter Fuß ist erotisch, aber keine Birkenstock-Schlappe. Es unterscheidet vielleicht jetzt auch wieder den Franzosen vom Deutschen. Der Franzose sagt, ich trage, was schick ist und nicht, was zweckmäßig ist vielleicht. Und wir sagen, also wir tragen das Zweckmäßige und dann werden sich die anderen schon anschließen so langsam. Ich selbst ziehe es bei weitem vor, wenn Schuhe Begierde wecken, statt nur Komfort zu bieten. Gut, Komfort ist eine technische Sache. Natürlich ist es besser, wenn man sich wohlfühlt, auch in einem Schuh. Ich bin überhaupt nicht für den Spruch, wer schön sein will, muss leiden. Aber es ist eine technische Angelegenheit. Alles, was man unter bequem versteht, finde ich schrecklich. Und also sprach Louboutin, der Schuhmagier, werde schick, du deutscher Schlappen, und machte Birkenstock zu Birkenstraß. Was ich machen wollte, war, den Birkenstock femininer zu gestalten. Ich habe ihn gehuldigt, indem ich vom Originaldesign ausgehend alles femininer gestaltete. Um den Schuh weiblicher zu machen, musste er klettern. Das heißt, ich musste ihm einen Absatz geben, einen hohen Absatz. Er behielt sein Design, sein ursprünglich traditionelles Design. Ich habe ihm Farbe gegeben, die Materialien verändert, habe ihn bestickt und verziert. So sind verschiedene Modelle entstanden, meist aus Satin, mit Glas. Manche sind ganz aus Glasperlen oder aus Kristallsteinen. Meine Schwestern waren gegen Absätze, weil sie damit nicht rennen konnten. Dabei verstehe ich gar nicht, warum alle Welt immer rennen muss. Ich sehe wirklich keinen Sinn darin, den ganzen Tag durch das Leben zu rennen. Eine Frau, die in der Rue Jean-Jacques Rousseau auf Absätzen geht, hat Zeit zu schauen, die Architektur zu bewundern. Die rennt, sieht nichts. Ich sehe nicht ein, warum die Leute immer von einem Punkt zum anderen rennen müssen, ohne anzuhalten. Alle Strecken, die man zurücklegt, sind interessant. Deswegen habe ich nie verstanden, dass alles auf Komfort ausgerichtet ist. Und wenn Komfort lediglich Geschwindigkeit bedeutet oder das Bedürfnis, nichts zu sehen, dann sehe ich wahrlich keinen Sinn darin. Auch ohne Stöckelabsätze pressiert's den Germanen eher als den Gallier. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Eine Devise, die das Klischee eher dem Lebemann mit der Baskenmütze zuschreibt als dem deutschen Michel. Gilt es noch, das müde Vorurteil? Frankreich wird halt immer Frankreich bleiben. Diese Tischkultur, dass man 2-3 Stunden bei Tisch sitzt, das gibt es nur in Frankreich. Vielleicht noch in Italien oder Spanien. Wenn man 1,5 Stunden am Tisch sitzt in Deutschland, dann ist das schon lang. In Frankreich sind 3 Stunden noch nicht lang. 4 Stunden sind normal. Dadurch hat man natürlich viel mehr Zeit zu genießen. Da ist das Essen gehen und das Essen zelebrieren doch schon, hat noch einen anderen Stellenwert. Anders noch als bei uns. Ich sage immer, alles was wir essen, geht in unseren Körper. Und auf den sollten wir doch eigentlich am meisten aufpassen. Wir kümmern uns um die materiellen Dinge, die pflegen wir. Da gucken wir, ob das Auto sauber ist, ob der Motor läuft, ob das Fahrrad geölt ist. Aber bei den Lebensmitteln achten wir nicht so sehr drauf. Unseren Körper, den vernachlässigen wir. Ja, es ist eine andere Kultur. Die Deutschen sind materialistischer. Die interessieren sich mehr für Autos, Reisen, Bücher. Sie sind für vieles offen, unternehmen viel. Die Franzosen haben halt eine andere Kultur, die Tischkultur. In Paris oder überall in Frankreich geht der Franzose am Samstag zum Konditor seinen Kuchen kaufen. Eric Müller will sie verführen, die Berliner, auf seine süße Weise. Nach Pariser Art, wo es an fast jeder Ecke nach Schokolade und Vanille duftet. Oh, Frankreich, Paris, et Côte d'Azur, et haute couture, viel zu dur. Oh, Tour Eiffel, Rita Schnell, Ram Camel. Oh, eine wunderbare Strandcafé, oh,
eine Baguette, ein Beaujolais, ein KVB. Fromage, ein Blamage. Es ist unglaublich, hätte ich nie gedacht, wie die Franzosen, wie sehr die genießen, wenn die die Nase ins Brot stecken, bevor sie es essen, wenn sie das Brot genüsslich kauen, den Wein dazu genüsslich trinken und schlürfen und schmecken. Es ist nichts geht unbewusst durch die Kehle. Dernau an der Ahr, ein Stück sinnliches Deutschland südlich von Köln. Ein Weinanbaugebiet. Deutschlands vielleicht bester Rotwein wird hier erzeugt. Eigentlich eine französische Domäne. Doch trotzt hier einer mit seinen Spätburgundern dem schlechten Ruf der deutschen Roten, Werner Näkel. Komplexe? Fehlanzeige. In den mediterranen Ländern, die ja immer die Weinländer waren, sinkt seit Jahren der Pro-Kopf-Verbrauch an Wein rapide. Man hat immer gesagt, Frankreich ist das und Italien, das sind, da ist Wein Lebensmittel. Und da ist der Pro-Kopf-Verbrauch rapide abgesunken. Und in Deutschland hat er sich jahrelang stabilisiert und steigt sogar an, sodass wir im Jahre 2001 das erste Mal die Pro-Kopf-Ausgaben an Getränken bei Wein in Deutschland höher lagen als für Bier. Inzwischen gibt es Näkelwein sogar im Kanzleramt, selbst wenn Jacques Chirac zu Besuch kommt. Was vor 10 Jahren noch nicht da war, da gab es nämlich bei großen Staatsanlässen zum Hauptgang, zum Fleisch, französische Rotweine und mittlerweile gibt es halt deutsche Rotweine. Und das ist ja nichts Übertriebenes. Ich nehme an, dass Herr Chirac gesteinigt würde, wenn es im Élysée-Palast für ausländische Gäste italienischen, deutschen oder spanischen Rotwein gäbe. Sie haben sich sehr geändert. Früher sagte meine Großmutter immer über die Deutschen, einen dicken Mercedes in der Garage, aber nichts im Kühlschrank. Das hat sich unglaublich verändert. Sie haben sich entwickelt. Die Franzosen sollten nicht mehr in diesen blöden Klischees denken. Das ist Vergangenheit. Ja, es ändert sich zum Beispiel an Kleinigkeiten. Man sieht, wenn man zum Beispiel am Kaiserstuhl ist oder in Baden und geht in ganz normale deutsche Restaurants und man sieht, da sind sehr viele Franzosen, die da essen. Vor 10 Jahren waren alle im Elsass essen und jetzt kommen auch Franzosen nach Baden essen. 189 deutsche Restaurants haben mindestens einen Michelin-Stern. Auf Gut Lerchenhof bei Köln kocht einer, der nicht mehr in die Knie geht vor französischer Kochkunst. Wenn ich sage, wir Deutschen müssen uns gar nicht verstecken. Die deutsche Köche, glaube ich, schon vom Niveau her sind viel, viel besser, als ihr Ruf im Ausland vielleicht ist. Und da sind wir ja im Kommen. Und dann sage ich, der deutsche Gast hat ja auch mit den Jahren gelernt. Ja, und dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Es ist halt nur, dass im Ausland die Franzosen oder auch die Schweizer, die haben ja auch noch diese klassische Denke. Und dann, man hält uns letztendlich für die Nation, die nicht so gut kochen kann, immer verrufen, weil es die Deutschen mit Sauerkraut und mit Würstchen und, aber da ist viel, viel mehr. Wir trauen uns ein bisschen mehr zu und das ist auch gut so und das liegt vielleicht auch in der Wurzel dadurch, dass man als deutscher Kocher letztendlich sich viel, viel mehr erkämpfen musste, um auch so ein bisschen Anerkennung zu haben. Ne? Also wir müssen viel, viel mehr bringen. Es ist ja weitläufig auch leider immer das Thema, dass der deutsche Stern zum Beispiel viel, viel harter erarbeitet werden muss als der französische eine Stern. Ich bin der Meinung, wir wagen mehr, verschiedene Produkte miteinander zu kombinieren. Ich persönlich hole mir sehr, sehr viel aus der italienischen und der spanischen Küche. Einfach, weil das ist so mein Faible, also gerade so Krustentier und Geflügel oder Kaninchen miteinander zu kombinieren und dann klar sehr viel mit Olivenöl zu marinieren und dass du so einzelne Komponenten letztendlich dann sehr mediterran anbrauchst. Und ich weiß nicht, da ist der Franzose dann eher doch mit vielen, vielen klassischen Elementen behaftet.
Man soll sich mal das französisch-italienische Verhältnis angucken. Und da wird man bemerken, dass Frankreich Italien unterschätzt. In der Kultur, in seiner Geschichte, in seiner Bedeutung. Das klassische Beispiel kennen wir alle. Die berühmte französische Küche ist ja eine italienische Küche. Wir sitzen hier vor der italienischen Küche, weil die Katharina von Medici mit 12 Köchen angereist ist. Das vergessen die Franzosen gern. Das vergessen die Franzosen nie. Die Schmach von Sevilla 1982. Das verlorene WM-Halbfinale. Wieder ging es um die Wurst. Und wieder versagten die Nerven gegen Deutschland, den Angstgegner. Der Fußball war damals einer der wenigen Bereiche, in denen die Grande Nation mit Neid über den Rhein blickte. Klaus Allofs erinnert sich. Ja, die Kräfteverhältnisse haben sich doch verschoben. Also wenn ich dann meine aktive Zeit zurückdenke, da hatten die Franzosen sicherlich genauso gute Fußballer. Aber sie hatten international nicht diese Reputation und hatten auch, das kann man ruhig sagen, so einen gewissen Komplex gegenüber dem deutschen Fußball. Man wusste, eigentlich war man davon überzeugt, dass man die besseren Fußballer hatte, aber man hat immer nach Deutschland geschaut und die waren erfolgreicher. Es war eigentlich immer so, dass sie gesagt haben, Mensch, wenn wir jetzt gegen die Deutschen spielen, auch wenn wir besser sind, am Ende, so wie der schöne Satz von Lineker, der gesagt hat, also Fußball ist ein Spiel 11 gegen 11 und am Ende gewinnen immer die Deutschen. So hatte das auch Gültigkeit für die Franzosen. Sie konnten sich das eigentlich gar nicht erklären. Und also da war dieses Selbstbewusstsein, das war doch unterentwickelt. Und das hat sich erst im Laufe der Zeit geändert mit den Erfolgen, die dann Marseille hatte, die andere Clubs dann auch international hatten, hat sich dieses Selbstbewusstsein dann doch gestärkt und ist dann natürlich letztendlich durch die Nationalmannschaft ganz groß geworden. Und erst jetzt, zeigt der französische Fußball, was in ihm steckt. In der Tat, die Tore nicht nur zahlreich, sondern auch sehenswert. Einer empfahl sich besonders für die Galerie, Johan Micou, französischer Nationalspieler. Früher hat man eben fürs Spektakel gespielt und hinterher hat man dann auch begriffen, wir müssen auch auf Resultat spielen. Und das verkörpert diese letzte Generation in Frankreich, glaube ich, ganz, ganz stark. Neben den technischen Fähigkeiten, neben dem großen Talent. Dann ist es aber auch die Disziplin, die zum Fußball einfach dazugehört. Disziplin auf der einen Seite in der Taktik, aber Disziplin eben auch im Leben, in der Vorbereitung, in der Trainingsarbeit. Und das ist eigentlich der neue Stil, den die jetzige Generation in Frankreich verkörpert. Einen Vertreter dieser neuen Spielergeneration hat Manager Allofs nach Bremen geholt. Johan Micou, ein Techniker mit vorbildlicher Arbeitsmoral. Vor kurzem kam er in den hohen, kalten Norden. Was stört den Südfranzosen am meisten? Naja, mir kommt das hier wirklich alles ziemlich streng vor. Ziemlich unflexibel. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und ich bin ja aus einem Land hierher gekommen, in dem das genau andersherum ist. Also in Italien, wo ich 2 Jahre gelebt habe, da hieß es wirklich, ja okay, man arrangiert sich irgendwie. Ist schon witzig, wenn man sieht, wie die Kulturen so ganz anders sind. Ich finde das hier alles ein bisschen zu streng. Das Gesetz ist ein bisschen zu wichtig. In Deutschland können Sie sich nicht vorstellen, dass Bauern auf die Straße gehen und dort Kartoffeln aus. Kartoffeln isst man sowieso, schüttet man nicht auf die Straße. Äpfel auf die Straße schütten, Traktoren blockieren. Das heißt, das sage ich jetzt mit Respekt, das Volk in Frankreich hat ein direktes Verhältnis zur Gewalt. Streiks, nicht? Der Deutsche ist ein braver Mensch, der streikt nicht. Nur ungern. Ja, ich finde Deutschland schon ziemlich modern. Immerhin sind hier die Grünen an der Regierung. Wo gibt es das schon? Nirgends. Und die Leute sind auch ziemlich offen. In der Musikszene zum Beispiel. Man kennt sich, man arbeitet zusammen. Da heißt es nicht, das ist meins, das gehört mir. Überhaupt nicht, kein bisschen. Es gibt richtig viel Austausch, das gefällt mir. Ich habe den Eindruck, dass man hier ziemlich frei leben kann. Ich finde,
Es gibt auch viel zu viele verschiedene Polizeien in Frankreich. Man weiß gar nicht, welche zuständig ist für was. Die CRS ist die schlimmste Polizei auf der Welt, die ich kenne. Einschließlich der amerikanischen, die ist schon ziemlich brutal. Ne? Was mich am allermeisten an den Franzosen stört, das ist das, was wir hier durch die 5 Jahre M. Le Maudit, durch unser Geschäft haben erfahren müssen. Das ist die französische Bürokratie. Sie haben die Bürokratie erfunden, auch wenn die Deutschen meinen, sie hätten sie erfunden. Das stimmt nicht. Das ist hier passiert. Es ist alles entsetzlich kompliziert. In Frankreich isst man mittags. Punkt. Hier nimmt man das nicht so wichtig, man vergisst das Essen sogar. Aber in Frankreich läuft vieles nach einem festen Rhythmus und das stellt kein Mensch in Frage. Mein Eindruck ist, dass ganz oft die Franzosen noch viel traditioneller, durchgespießerter und... Brezel zum Beispiel trinkt gern Tee zum Essen. Wenn wir also ins Restaurant gehen und er bestellt einen Tee, dann kommt gleich die Frage, oh je, ist Ihnen nicht gut? Oder sie lachen und bringen den Tee einfach nicht und denken sich, der muss verrückt sein, der Typ da. Kurzum, die Franzosen trinken eben keinen Tee zum Essen. Feierabend. Wobei man da auch immer sagen muss, der Franzose an sich hat ja letztendlich immer ein bisschen was Arrogantes auch. Das merkt man selber, wenn man mal so einen Wochenendtrip in Paris macht und ich frage in der Metro, wo es da lang geht und ich Französisch aus der Küche her, ja, und immer nur in so leichten Begriffen und dann mit Händen und Füßen und Brocken Französisch, dann versucht man es doch dann eher im Englischen und dann wird es total abgeblockt. Ja. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Goethe. Oh la la, der süße Akzent. Seit den 70ern landeten französische Chansonniers einen Hit nach dem anderen in Deutschland. Aber umgekehrt, hat der deutsche Akzent im Französischen die gleiche Verführungskraft? Oh nee, ich glaube nicht. Doch. Ich glaube, das ist eher so, als ob so ein kalter Wind durch die Bude pfeift. Nein, ich finde ihn entzückend, den deutschen Akzent. Das ist doch süß, wenn die Deutschen Französisch sprechen. Sie denken, dass Französisch eine weiche Sprache ist. Deswegen übertreiben sie immer ein bisschen bei der Aussprache. Das finde ich süß, das mag ich. Na klar, wenn man sich Kriegsfilme anguckt mit Erich von Stroheim oder so, in denen die Deutschen immer sagen, klar, das ist schrecklich. Wenn ich dich sehe, Komma, denke ich Doppelpunkt. Der Junge macht mir Kummer, ich möchte Punkt, Punkt, Punkt. Der Hauptunterschied ist, dass die deutsche Sprache konkreter ist als die französische. Dass er mir sagt, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Ja, wann denn? Fragezeichen, heute Punkt 4. Alle abstrakten Wörter bestehen im Deutschen aus 2 oder 3 Begriffen, die einen konkreten Sinn haben. Die setzt man einfach zusammen, so ist das meistens. Deswegen gefällt mir die deutsche Sprache. Denn alle Begriffe, die vorher in der Luft hingen und etwas unverständlich waren, sind plötzlich verständlich. Hopp, alles wird klar. Es gibt nie Wörter, die einfach so vom Himmel fallen und deren Sinn man nicht versteht. Naja, im Französischen haben die Wörter meist griechische oder lateinische Wurzeln. Wenn man sich auskennt, versteht man auch den tieferen Sinn. Aber im Deutschen ist es ganz einfach. Naja, es gibt natürlich auch Dinge, die sehr unschön sind. Zum Beispiel Brustwarze. Also das heißt so viel wie die Warze der Brust. Nicht gerade sehr schick und sexy, oder? Also ich habe sogar nicht nur das Gefühl, dass anders gesungen wird, sondern auch das Gefühl, dass die Inhalte ganz anders sind. Also so bei allen Liedern, die Françoise auf Deutsch geschrieben hat, hatte ich immer das Gefühl, dass es so, es geht immer so um Wortspiele oder sowas. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Heute Punkt 4, Semikolon, seh ich dich. Du wirst mich abholen, dann machen wir Bindestrich. Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben, weil ich empfinde in Deutschland immer eine Art von Schwere.
im täglichen Leben, wenn man in die Kneipe geht, wenn man sich mit Leuten unterhält. Es fehlt an Leichtigkeit. Die Franzosen haben trotz der Schwierigkeiten im alltäglichen Leben, zum Beispiel in Paris ist es sehr schwer, sich durchzubeißen, weil die Konkurrenz hier sehr rude ist. Aber dennoch wird dabei immer gefeiert. In der Kneipe wird am Tresen gejammert und danach heben die Leute das Glas und sagen, scheiß drauf. Wir feiern trotzdem, wir freuen uns des Lebens. Und in Deutschland sitzen die Leute mehr am Tresen und sagen, es geht uns schlecht, es geht uns schlecht. Es soll nur werden. Und man fühlt schon, wie sich so das Grab auftut und wir alle darin verschlungen werden. Zu meiner Verblüffung ist noch vor wenigen Tagen eine Umfrage unter den Franzosen veranstaltet worden. Und es wurde erklärt, der berühmteste französische Philosoph des 20. Jahrhunderts ist Sartre. Verblüffung sage ich deswegen, weil Sartre eigentlich ein deutscher Philosoph ist. Le Angst, ne? Deutsch, Heidegger, Le Sein, Deutsch. Dieses deutsche, schwülstige, unangenehme, hölzerne, läppische, ich kann mich gar nicht vor Wut halten, Denken von Heidegger, ist von den Franzosen übernommen, zu meiner Verblüffung. Zu meiner Verblüffung. Das hängt damit zusammen, dass die Franzosen davon überzeugt sind, dass sie im Besitz der Klarté sind, ne? Im Besitz der Rationalität. Und die Deutschen im Besitz des Dunklen, des Tiefen, des Numinosen, des Wirren. Wir sind die Spezialisten für die Wirrnis. Das Komische ist, dass das, also Beispiel Sartre, offenbar sehr attraktiv ist. Wenn man die Länder in Europa nimmt, dann kann man sagen, Frankreich und Deutschland sind die beiden Länder, die sich am nächsten sind. Eigenartigerweise. Ich sehe kein anderes Paar, was sich ähnlich nah ist und sich auch wahnsinnig ergänzt. Auf der einen Seite diese Gradlinigkeit, die Disziplin der Deutschen und auf der anderen Seite die etwas laissez-faire der Franzosen, dieses etwas gemütlichere, dieses weniger strenge, dieses Improvisationstalent der Franzosen. Das passt irgendwie gut zusammen. On est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas, qu'on est bien dans ses bras là. Les creux pour les bosses, tout finit par se marier. Les bons pour les rosses, et même les colombes avec les épées. 40 Jahre Ehe. Und trotzdem, seine Macken wird man eben nie los. Vive la différence. Ja, ich liebe das, Baguette in den Kaffee zu tunken. Das mache ich seit meiner Kindheit. Wenn Baguette auf dem Tisch steht, schneide ich es durch, streiche Butter und Marmelade drauf und tunke es. Früher in die Schokolade, heute in den Kaffee. Das kann ich nicht ab. Nee, Brot tunken ist wirklich nicht, da habe ich noch nie was dran gefunden. Karin macht das, meine Frau. Ja, aber ich